Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute werde ich Eichelblätter häkeln und kleine Eichel. Ich werde mit Baumwolle dicke 2 mm häkeln, mit Häkelnadel 2 mm und 2,5 mm, 2 mm für Eichel und 2,5 mm für Eichelblätter. Dazu brauchen wir noch Schere, Nähnadel und bisschen Füllwatte, um Eichel zu füllen. Jetzt können wir anfangen. Wir häkeln erst Eichelblatt. Für Eichelblatt ich verwende Häkelnadel 2,5 mm und ich beginne mit einer Schlaufe. Und schlage 17 Luftmaschen. Und 17. Jetzt erste Masche freilassen und eine feste Masche in nächsten 6 Maschen. Jetzt ein halbes Stäbchen in nächsten 6 Maschen. Jetzt ein Stäbchen in nächsten 3 Maschen. Und in der letzten Masche häkeln wir 6 Stäbchen. Das machen wir folgend. Wir häkeln erst 3. Und 3. Und jetzt diese Anfangsfaden kommen nach hinten und häkeln nächste 3. Haben wir hier 6 Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkeln wir andere Seite. Wieder ein Stäbchen in nächsten 3 Maschen, aber wir häkeln nur durch einen Faden. So. 1. Jetzt ein halbes Stäbchen in nächsten 6 Maschen.
6. Jetzt eine feste Masche in nächsten 5 Maschen. Und zwei feste Maschen in der letzten Masche. Und zwei. So, erste Runde haben wir fertig. Jetzt zweite Runde. Wir beginnen in erste Masche von erster Runde und haben eine feste Masche in nächsten 4 Maschen. Hier. Jetzt halbes Stäbchen in der nächsten Masche, Stäbchen in der nächsten Masche und doppeltes Stäbchen in der nächsten Masche. Jetzt zwei Luftmaschen und eine Kettmasche in der gleichen Masche. Und weiter eine feste Masche in der nächsten Masche. Halbes Stäbchen. Stäbchen. Doppeltes Stäbchen zwei Luftmaschen und Kettmasche in der gleichen Masche. Das wiederholen nochmal. Feste Masche, halbes Stäbchen, Stäbchen, doppeltes Stäbchen, zwei Luftmaschen und Kettmasche in der gleichen Masche. So, eine Seite haben wir fertig. Jetzt weiter. Eine feste Masche, nächste Masche, zwei halbe Stäbchen in der nächsten Masche, zwei Stäbchen in nächsten 2 Maschen. Zwei halbe Stäbchen in nächste Masche. Feste Masche in der nächste Masche. Jetzt eine Kettmasche in der nächste Masche. Zwei Luftmaschen. Und ein doppeltes Stäbchen in der gleichen Masche. Jetzt Stäbchen in der nächsten Masche, halbes Stäbchen in der nächsten Masche, und eine feste Masche in der nächsten Masche. Eine Kettmasche in der nächsten Masche,
zwei Luftmaschen, doppeltes Stäbchen in der gleichen Masche, Stäbchen in der nächsten Masche, halbes Stäbchen in der nächsten Masche, und eine feste Masche in der nächsten Masche. Das wiederholen nochmal. Kettmasche, zwei Luftmaschen, doppeltes Stäbchen, Stäbchen, halbes Stäbchen. Und feste Masche. Jetzt häkeln wir eine feste Masche in nächsten drei Maschen. Eine Kettmasche in der nächsten Masche. Jetzt häkeln wir Stiel. Jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen. Jetzt erste Masche freilassen und eine Kettmasche in nächsten 4 Maschen. Und eine Kettmasche in der nächsten Masche. Faden abschneiden und auf der Rückseite Fadenenden vernähen. Zum Schluss verwende ich ein bisschen Bügelstärke. Auf der Rückseite bügle, ziehe jede Ecke und Eichelblatt haben wir fertig. Eichel besteht aus 3 Teilen. Das ist erste Teil ist Eichel, zweite Teil ist kleine Mütze und drittes Teil ist Stiel. Wir beginnen mit erstem Teil. Ich werde mit beige Wolle und braune häkeln und dieser erste Teil wir häkeln in Spiralen. Ich mache eine Fadenschlinge oder magische Ring. Und häkle 6 feste Maschen in Ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt Faden ziehen und Ring schließen. Wir haben 6 feste Maschen in Ring. Jetzt zweite Runde. Eine feste Masche in erste Masche. Zwei in der nächste. Noch einmal eine feste Masche. Und 2 und noch einmal eine feste Masche und 2. Jetzt haben wir zweite Runde. Wir haben 9 Maschen. Jetzt dritte Runde, eine feste Masche in ersten 2 Maschen, 2 in der nächste.
zweimal, eine in den nächsten zwei, zwei in der nächste, noch einmal, eine in den nächsten zwei. Und zwei in der nächste. Jetzt haben wir 12 Maschen in Runde. Jetzt können wir noch diese Faden fester ziehen. Jetzt vierte bis siebte Runde, das heißt vier Runden, häkeln wir eine feste Masche in jede Masche. Das heißt eine feste Masche in 12 Maschen und vier Runden. Ich habe vier Runden gehäkelt. Jetzt letzte Runde. Wir häkeln jede zwei Maschen zusammen bis Ende der Runde. Einmal. So, jetzt lassen wir Faden so 15 cm lang. Und jetzt Eichel füllen. Und jetzt Faden vernähen. Eichel haben wir fertig. Jetzt häkle ich zweites Teil, kleine Mütze. Ich mache wieder eine Fadenschlinge oder magischen Ring. Und häkle sieben feste Maschen in Ring. Faden ziehen. Dann in der ersten Masche eine Kettmasche. Und jetzt eine Luftmasche. Jetzt jede Masche verdoppeln. Das heißt zwei feste Maschen in jede Masche häkeln.
mit einer Kettmasche Runde beenden. So, jetzt haben wir zweite Runde und jetzt noch vier Runden, eine feste Masche in jede Masche. Wieder eine Luftmasche und eine feste Masche in nächsten 14 Maschen. Mit Kettmasche Runde wieder beenden und noch drei Runden. Deine Kettmasche letzte Runde beenden und Faden lassen so 20 cm lang. So, zweites Teil haben wir auch fertig. Jetzt häkeln wir einen Stiel. Anfangsfaden lasse ich so 20 cm lang und mache eine Schlaufe und häkle 6 Luftmaschen. Jetzt erste Masche freilassen und eine Kettmasche in jede Masche. Faden auch so 20 cm lang lassen. So, Stiel haben wir auch fertig. Jetzt auf Eichel nähen wir die Mütze an. Und jetzt mit ein paar Stiche nähen wir das zusammen. Und Faden abschneiden. Und jetzt nähen wir Stiel an. Stechen in der Mitte. Und vernähen erste Faden. Und abschneiden. Und zweite Faden das gleiche. Und wieder Faden vernähen. Und abschneiden. Und Eicheln haben wir fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal. Meine anderen Projekte findest du beim Instagram und wir sehen uns nächstes Mal.